Harmonie zwischen SPÖ und ÖVP. Die Brucker Koalitionspartner ziehen nach 5 Jahren Regierungsarbeit positive Bilanz. Vizebürgermeisterin Susanne Kaltenecker und Bürgermeister Peter Koch präsentierten eine umfangreiche Liste an erledigten Projekten. Für Kaltenecker war es eine Periode der Veränderungen, die von einem respektvollen Umgang miteinander gezeichnet war. Koch dankte der ÖVP für die ehrliche und konstruktive Zusammenarbeit, die viele positive Impulse für Bruck ermöglichte. Wenn Sie mich nach dem Lieblingsprojekt fragen, dann würde ich sagen, die Nachmittagsbetreuung in den Schulen und die Kinderkrippe. Das heißt, dieser Bereich Bildung, Kinderbetreuung, Familien ist ein zentraler und vitaler Bereich. Und wenn ich heute in die Volksschulen gehe und sehe, wie wunderbar diese Nachmittagsbetreuungen gelungen sind, dann kann ich nur sagen, da geht mir das Herz auf. Also uns war besonders wichtig eben der Bereich der Wirtschaft, das war der Bereich der Altstadtbelebung. Wir haben unter anderem gefordert einen One-Stop-Shop bei der Gemeinderatswahl 2015, das heißt eine zentrale Anlaufstelle für Unternehmerinnen und Investoren, die eben die Hilfestellung von Seiten der Stadtverwaltung hundertprozentig macht und auch natürlich die Hilfestellung von unserer Standort- und Marketing-GmbH. Jetzt will man einen kurzen, respektvollen und fairen Wahlkampf führen. Und obwohl derzeit kaum jemand an einer Weiterführung der Koalition nach der Wahl zweifelt, ließen sich die beiden Spitzenkandidaten nicht in die Karten schauen. Ich mache einfach vor der Wahl sicher keine visionären Aussagen. Für mich ist wichtig, dass der Wähler und die Wählerin erkennt, was hat die Brucker Volkspartei als konstruktiver und als stabiler Partner in dieser Stadt bewirken können in der letzten Periode. Und das war, Sie haben es gesagt, ist doch einiges. Der erste Koalitionspartner, den ich ansprechen möchte, sind die Bruckerinnen und Brucker, ob sie in der Knautinger Straße wohnen, im Utschgraben oder in der Lamingfeld-Siedlung. Und das sind diejenigen, mit denen es eine Koalition gibt. Und dann werden wir natürlich werben um Unterstützung bei allen Parteien, denn die Stadt ist nicht so groß, dass wir uns da jetzt alle bekämpfen müssten. Kommt an Bord, entscheidet mit. Gute Ideen haben keine Farbe. Peter Koch. Harmonie zwischen SPÖ und ÖVP. Die Brucker Koalitionspartner ziehen nach 5 Jahren Regierungsarbeit positive Bilanz. Vizebürgermeisterin Susanne Kaltenecker und Bürgermeister Peter Koch präsentierten eine umfangreiche Liste an erledigten Projekten. Für Kaltenecker war es eine Periode der Veränderungen, die von einem respektvollen Umgang miteinander gezeichnet war. Koch dankte der ÖVP für die ehrliche und konstruktive Zusammenarbeit, die viele positive Impulse für Bruck ermöglichte. Wenn Sie mich nach dem Lieblingsprojekt fragen, dann würde ich sagen, die Nachmittagsbetreuung in den Schulen und die Kinderkrippe. Das heißt, dieser Bereich Bildung, Kinderbetreuung, Familien ist ein zentraler und vitaler Bereich. Und wenn ich heute in die Volksschulen gehe und sehe, wie wunderbar diese Nachmittagsbetreuungen gelungen sind, dann kann ich nur sagen, da geht mir das Herz auf. Also uns war besonders wichtig eben der Bereich der Wirtschaft, das war der Bereich der Altstadtbelebung. Wir haben unter anderem gefordert einen One-Stop-Shop bei der Gemeinderatswahl 2015, das heißt eine zentrale Anlaufstelle für Unternehmerinnen und Investoren, die eben die Hilfestellung von Seiten der Stadtverwaltung hundertprozentig macht und auch natürlich die Hilfestellung von unserer Standort- und Marketing-GmbH. Jetzt will man einen kurzen, respektvollen und fairen Wahlkampf führen. Und obwohl derzeit kaum jemand an einer Weiterführung der Koalition nach der Wahl zweifelt, ließen sich die beiden Spitzenkandidaten nicht in die Karten schauen. Ich mache einfach vor der Wahl sicher keine visionären Aussagen. Für mich ist wichtig, dass der Wähler und die Wählerin erkennt, was hat die Brucker Volkspartei als konstruktiver und als stabiler Partner in dieser Stadt bewirken können in der letzten Periode. Und das war, Sie haben es gesagt, ist doch einiges. Der erste Koalitionspartner, den ich ansprechen möchte, sind die Bruckerinnen und Brucker, ob sie in der Knautinger Straße wohnen, im Utschgraben oder in der Lamingfeld-Siedlung. Und das sind diejenigen, mit denen es eine Koalition gibt. Und dann werden wir natürlich werben um Unterstützung bei allen Parteien, denn die Stadt ist nicht so groß, dass wir uns da jetzt alle bekämpfen müssten. Kommt an Bord, entscheidet mit. Gute Ideen haben keine Farbe. Peter Koch.